Watch auf Overpass. Er hat, das sehe ich direkt, kein Skin. Aha, okay, kein Skin auf der MP5. Das ist aber bitter. Ganz bitter. Wir bekommen jetzt am Wochenende Besuch. Mehr oder weniger überraschend. Für mich zumindest. Ihr wisst ja, wie es als Mann ist, ne? Übrigens, denkt dran, Schatz, morgen kommen Leute. Und darum bin ich jetzt gerade etwas in Zeitnot, schon seit vorgestern eigentlich, weil wir ja halt am Rumwurscheln sind. Es ist auch gerade die Zeit, wo wir unser Bett wechseln. Also wir werden uns bald ein neues Bettchen holen. Was macht er da? Okay. Das alte habe ich schon mal abgerissen, das alte Bett. Und ja, es ist halt, geht alles so drunter und drüber. Und ich habe gerade nicht so schön viel Zeit wie sonst. Gut, viel Zeit. Ihr wisst, was ich meine, um jetzt halt was Gescheites zu machen. Darum, Overwatch-Zeit! Und bis jetzt habe ich auch nicht viel gesehen, außer dass er gerne da hinten steht, auf diesem Gammelplatz. Und da halt smoked, ne? Komm, wir spulen noch ein winziges Stückchen. Weil es ist ja dann doch eher ein Abgewarte. Ich würde sagen, dass er abwartet. Was sagt uns das? Über die Elo? Ah. Ist er gerade dem Gegner so ein bisschen aus dem Weg gegangen? Oh, mit 2 HP überlebt. Knappes Ding, Alter. Richtig knappes Ding. Okay, da haben wir schon wieder gewonnen, die Runde. Das war jetzt, naja. Ich weiß nicht, ob es sah kurz so aus, als wenn er dem Gegner ausgewichen wäre, ne? Er ist ein Stück nach links gelaufen. Hat er den eben gesehen? Seine Füßchen. Er ist ein Stück nach links gelaufen, als der Gegner praktisch fast ihn hätte sehen können. Naja. Es geht auf A? So im Spaß? Hä? Auf B ist sogar jemand, wurde sogar jemand gekillt und, achso, die Kollegen sind aber auch weit vorne. Haben vielleicht die Bombe gesehen, das weiß ich nicht. Aber einfach so verschieben, naja, warum auch nicht? Er chillt jetzt erstmal. Ich spule ein bisschen, das ist, ein gutes Aufstellungsspiel, das sie machen, ne? Also schön defensiv, also, nee, nicht wirklich. Er spielt schön defensiv, er ist ganz hinten. Schild vor sich hin. Wir können ja mal ganz kurz nach den Stadarinis gucken. Ja, so sieht es nämlich auch aus. Er geht nicht wirklich ran, macht die safe Dinger. Bis jetzt kann man da, glaube ich, nicht viel dran aussetzen. Gut, der ein oder andere würde... Also, wenn man so richtig in Rage ist... Obwohl, nee, sie gewinnen ja auch, ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht wirft ihm jemand Griefing vor, weil er so extrem langsam spielt. Aber sie gewinnen, da fällt es eh überhaupt nicht auf, dass jemand langsam spielt. Und es ist ja auch wichtig, dass du jemanden hast, der halt noch deckt, an Stellen, wo vielleicht gerade niemand mehr ist. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Das Schießen ist echt laut. Vielleicht mache ich es noch einen Ticken leiser. Wartet mal. Ich mache es noch einen Ticken leiser. Ich finde es... Für mich ist es gerade ultra laut auf den Ohren. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt gescheit hört. So. Was machst du jetzt, Suspektl, huh? Du alter Camper. Das ist hartes strategisches Warten, was er da betreibt. Vollkommen zu Recht. Und die Tees trauen sich nicht richtig ran. Kommt der unten jetzt durch? Der kommt. Oh, jetzt flasht er? Ah, ne, das war eine Smoke. Es ist so langsam. Sein Play ist so ultra langsam. Also, er hat den da drüben, da rechts, halt immer, falls er einen Warlock hätte, im Blick mit der Art und Weise, wie er ihn hier so an der Seite noch anschaut. Und da hier, wenn hier links einer gestanden wäre, direkt links, dann hätte er ein Problem gehabt. Also, naja. Müssen wir mal weiterhin im Auge behalten. Ich lasse ihn aber trotzdem näher rangehen. Ne? So. Also. Er geht irgendwie immer, er geht da hoch. Ich weiß nicht, was sich da erhofft. Also man wird ja sehr schnell gesehen. Klar wird man da nicht erwartet. Damit rechnet nicht so viel, dass man da sitzt. Die meisten fokussen eher nach links. Oder direkt da in die Ecke, wenn man durchkommt rechts. Aber trotzdem wird er da, glaube ich, gut gesehen. Ah, da wollte er wieder hin. Sowas spricht aber natürlich auch jetzt nicht vielleicht für einen absoluten Anfänger, oder? Oder stehen da oben viele? Ist das ein Spot, den jeder Mensch kennt? So, ah ja, natürlich. Das ist wie auf, was weiß ich. Yes, yes, yes. Oder ist es eher so, das ist schon was Spezielles. Ich weiß auch nicht, warum sie jetzt beide verschieben. Oder wollen sie safen? Vielleicht safen sie gerade, das kann sein, ja. Sind ja noch alle 5. Okay, ja, es wird ein Safe sein. Long kommt einer.
B-Plant geht aber raus. Der war schick, der Headshot. Ja, ich denke, dass sie safe lassen. Sie laufen beide weg. Na, guck mal. Den Jump kann er auch. Ist jetzt nichts Besonderes, ich weiß, aber jetzt ein absoluter Anfänger, ein frischer Account gekauft und irgendjemand, der anfängt und direkt meinetwegen reinhacken wollen würde, weiß nicht, ob er sich da hochstellen würde. Also die aimen auch schön ab in ihrem Safe. Was für eine nicht allzu niedrige Elo sprechen sollte. Wobei ich nicht weiß, wo 3 hinschaut. Guckt jemand in Toilets rein? Nicht so wirklich. 3 guckt da Richtung Long, naja. Ich sprühe wieder, bis sie vorlaufen. Also... Grief. Also im Moment ist wirklich noch alles chillig. Er smoked wieder, er steht da schön hinten drin. Das könnte eigentlich ich sein vom Spielverhalten. Ich bin auch gerade auf Overpass sehr, sehr gemütlich. Und meistens auch der dann sagt, ich bleibe auf B. Obwohl ich gerne auf A schieben würde, aber meistens schiebt er meinen Kollegen und ich sage immer, okay, I'm gonna stay B for a few more seconds. Und dann ist gut. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Aha, Monsieur. Übrigens, dieses Zappeln ist, glaube ich, die Pose. Er rutscht ab und an. Oder? Dieses Gezappel. Könnte an der Pose liegen. Bin mir gerade nicht so sicher. Ich saß da. Ich glaube, kein Mensch sitzt so lange darum wie er. Aber dass er jetzt darüber auf Short aimt. Intuition. Kann sein, natürlich, ne? Zufall. Zufall kann immer wieder mit dabei sein. Der Zufall war jetzt halt sehr passend für seine. Situation, aber sowas kennt man ja, ne? Man kennt jetzt das Gegenteil, du aimst eine Ecke ab und dann, wenn du weg aimst, kommt der Feind. Kennt man nur so gut, glaube ich, aber man kennt auch das Gegenteil eben. Man aimt gerade dann richtig. Gerade auf einmal kommt der Gegner dann von der Pose, auf der du jetzt gerade frisch aimst und dann hast du halt den Vorteil, dir erlackt, beziehungsweise erspürt, wie auch immer, Intuition, Pipapo, Game Reading. Ja, er wurde jetzt vom Monster geschniedelt. Das hätte er dann eigentlich auch sehen können, wenn er sehen würde. Oder ist es halt einfach nur ein Bait für den Overwatcher oder für die Overwatcher? Von wegen, oh, den habe ich jetzt aber nicht gesehen. Konnte man ihn da sehen? Ich glaube, er war zu weit rechts. Ich glaube, er war echt zu weit rechts, oder? Man kann durch das Gitter durchschauen, aber erst wenn man also ein Stück weiter rechts geht. Ne? Er hat zu weit rechts geschaut, er war zu weit links gestanden. Naja. Gucken wir mal, was er auf B macht. Auf A meine ich, nichts. Er kommt wieder auf A, einfach so zum Spaß, scheinbar. Sag mal, spricht er sich mit den Feinden ab? So von wegen, hey Leute, ich gehe jetzt auf A, kommt ihr dann bitte auch auf A? Das hat niemand gesehen, also er eingeschlossen. Trotzdem riecht er, dass es A wird. Möglicherweise haben wir es hier mit einem guten Spieler zu tun. Short kommt gleich noch was. Der wurde jetzt aber auch angesagt, also jeder weiß, dass er Short oder Toilets ist. Er geht hinten lang. Die Bombe... Ah. Gar nicht mal so schlecht. Zu schießen. Der letzte Team muss sich ja die Bombe nehmen und am besten noch planten. Oder halt den Mate zumindest on-spot killen. Und wenn man dann hinten so ein bisschen rumballert, um Verwirrung zu stiften, ist nicht übel. Also sie spielen hier auch mit einer gewissen, oder er spielt mit einer gewissen Technik. Was auch wieder für eine nicht allzu niedrige Elo spricht. Oder halt nicht absolute Low-Elo. Tja Leute, was würdet ihr sagen? Ein Suspect mit gutem Gefühl. Legit mit gutem Gefühl, meine ich. Ein ganz chilliger Wall. Wallboy. Wallberg. Er möchte B nicht verlassen, so wie die Male davor, die 2 Male. Auf Short ist ja jemand sehr close, den er scheinbar riecht. Hopp, mach was, Alter, das ist so grob sein Spiel. Ja, okay, der auf Short ist verschoben, er verschiebt auch. Meine Augen sind irgendwie voll trocken, Schissel. Na, wie sieht's aus auf A, hä? Was riechst du da? Also Long kommt jetzt ganz langsam gesneakt. Jetzt bin ich echt gespannt, was er mit dem Long... Oh, was er mit dem Long-Spieler gemacht hätte. Jetzt muss er halt Short holen. Wir schauen mal gleich nach seinen Stats.
Ach, weißt du was? Wir schauen direkt nach seinen Stats. Okay. Er hat sich auf den zweiten Platz hochgekämpft, aber von den Stats her vollkommen Standard. Ne? Also, auch bei den Feinden sieht es eigentlich ziemlich normal aus. Da ist jetzt nichts. Da ist kein Ausreißer, kein großer. Boah, da hat er aber jetzt eben Druck gemacht. Das war einfach so, wie heißt das? Suppressing Fire. Gut, Leute, was würdet ihr hier drücken? Ist es ein Legit, der nur ein bisschen riecht? Oder ein Codenascher? Ein sensibler Hacker? Was haben wir hier am Start gehabt? Schreibt's mir. Und ihr könnt auch gerne in die Abstimmung da oben reinwursten. Die werde ich wieder aufmachen. Da könnt ihr dann rein abstimmen, was es wohl gewesen ist. Und so eben gucken, für was die anderen so waren. Ohne alle Kommentare durchlesen zu müssen. Das bleibt mir überlassen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns heute Abend im Livestream. 22 Uhr geht's wieder los. Bum, bum, bum. 4 Uhr Games Giveaway. Pa, 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 pa. Shazam, ihr wisst Bescheid. Und bis dann.